Servus. Und hi ho. Zum zweiten Mal. Nein, nicht für die Zuschauer. Nicht für die Zuschauer. Ist doch egal. Können wir doch ruhig mal sagen, dass die Technik hier versagt. So Natürlich. elendig. Erst in der letzten Folge da dieser Skype-Abbruch und jetzt dann, wo wir angefangen hatten, der Ton so leise. Gut, quatschen wir. Hier ist Sergeant Enlicker. Wir sind bisher nur auf wenig Widerstand gestoßen. Schon besser. Hier ist Sergeant Ketchum. Ihr kommt genau richtig zum Kampf. Das hier ist eure Einheit. Begebt euch geradewegs zum Audienzsaal. Wir werden ausschwärmen, um die Verstärkung abzufangen. Weitermachen, Sergeants. Verstanden. Geh in Position. Wo sie weg sind, darf ich kurz fragen, haltet ihr sie tatsächlich für Verbündete? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Ich weiß zwei Dinge. Erstens, wenn ein Imperialer etwas will, dann lasst besser nicht zu, dass er es bekommt. Zweitens, Captain Byron ist der Kommandant dieser Leute. Ich habe früher viel von ihm gehört, als ich in Gefangenschaft war. Ja, ihr habt einen Veteranen vor euch. Es hieß immer, Byron sei ein Meister, was Hinterhalte angeht. Ich brauche alle Details. Denkt mal drüber nach. Wo hat er gelernt, seine Feinde zu umzingeln? Bei der Jagd auf die Republik. Und er ist bereit, es erneut zu tun. Die sicherste Lösung wäre es, Byrons Leute auszuschalten und ihn gefangen zu nehmen, sobald die Bruderschaft erledigt ist. Es wäre nicht allzu schwierig. Er ist allein zurückgeblieben. Und seine Leute werden keine Chance haben, wenn wir sie überraschen. Ich kenne viele Leute, die sind zurückgeblieben. Wenn sie Feinde wären, hätte ich das bereits bemerkt. Glaubt ihr etwa, ihr versteht die Gedanken eines Imperialen besser als ich? Ich habe 3 Monate in einer Zelle verbracht. Und ihr? Ich habe mehr Imperiale besiegt, als ihr je gesehen habt. Also ich wollte euch nur raten, vorsichtig zu sein. Es sind nicht mehr viele von uns übrig. Ich behalte diesen Sergeant im Auge. Ihr nehmt die Jungs hier mit. Na toll. Babysitter spielen. Jeder hat ihn. Kommen wir ihn erstmal mit denen trinken. Was? Das wird ein Kampf. Davon gibt es noch mehr. Tja, das kommt davon. Mein Gott, kommen wir ja nicht zum Schießen hier. Nanu? Wir waren schon alle tot. Ach so. Das fetzt ja, das geht schön schnell hier. Da ist er wohl wahr. Ach, wir haben sogar eine Bonus, sehe ich jetzt erst. Können wir die nicht immer behalten? Genau, zu 6 spielen wir jetzt hier.
Der republikanische Soldat hat mich gerade geheilt. Echt? Ich glaube ja. Bin ich auch. Cool. Oh, ich habe sozial 5 erreicht. Nee, 6. Tappig. 5. Bin aber kurz davor. Ich habe V und einen linken Strich. V und einen linken Strich? Ja. Ja, halbe OP-Gruppe hier. Ja. Ah. Was für eine Überraschung. Die Republik und die Imperialen alle auf einem Haufen. Was ist los? Ist euch kalt? Müsst ihr euch aneinander wärmen? So wie der aussieht, ja. So fühle ich mich immer nach dem Sport. Meister Seth, nehme ich an. Genau der. Seid ihr gekommen, um der Bruderschaft ein Ende zu setzen? Der hat aber auch ein Fürchtet Kreuz, ihr unsere wilde Art? Natürlich tut ihr das. In der Galaxis ist kein Platz für diejenigen, die sich weder vor dem Kanzler noch vor dem Imperator verneigen. Außer wir schaffen uns Platz. Durch Blut und Kampf. So und 30 Jahre jünger. Nicht gut. Ist ja quasi dann meine Ausführung. Also ich. So sehe ich aus, liebe Leute. So sehe ich aus. Da wären wir, Leute. Nehmt die Geschütze ein und sichert den Perimeter. Alle Einheiten. Suche nach Imperialen aufnehmen und ihre Positionen mit leichten Waffen verstärken. Ausrücken. Es ist soweit. Sie dürfen sich nicht erst verschanzen. Es gibt keinen Grund für eine Eskalation. Eskalation? Sie werden ein freies Schussfeld auf uns haben. Ketcho, ich habe gerade mit Captain Byron gesprochen. Er hat neue Befehle. Darauf bin ich mehr als gefasst, Imperialer. Er sagt, wenn wir sie gesichert haben, sollen wir die Festung räumen. Sie ist zu groß, um sie zu verteidigen. Stimmt etwas, nicht? Der Sergeant dachte, jetzt kommt der Moment, wo ihr eure hinterhältige Falle zuschnappen lasst. Hey, das ist gar keine schlechte Idee. Wir haben schließlich ein freies Schussfeld. Aber leider würde mich der Captain im Außenposten sofort aufknüpfen lassen, wenn ich so etwas tun würde. Ihr könnt euch also glücklich schätzen. Großartig. Sagt eurem Captain, dass er recht hat, was die Größe der Festung betrifft. Wir sind da sofort wieder raus, wenn alle Räume durchsucht wurden. Na, wenigstens ist er ehrlich. Ja. Können wir eigentlich schon porten, oder? Zu Mostrich? Ja. Gar keine schlechte Idee. Ja, oh, sonst müssen wir wieder zurück und ich verfahre mich wieder. Oh, ich habe gleich Löffel ab, habe ich dann gleich. Oh. Ein Pfützelchen noch. Ein Pfützelchen. Ich mag übrigens Löffelbiskuit. Ach so. Hier lang. Hier ja, ich will ja. Ja, hier mal. Ja, den hier, wisst ihr? Ich hab schon Schwein gehabt. Setzt mir bald Knie Licht, wa? Ja. Na. Mit einem Löffelbiskuit. Hätte ich dir den Löffel über den Schädel gezogen. Oder Eierplätzchen. Ich liebe Eierplätzchen. Finde ich mega, mega lecker. Wir reden noch vom Essen, ja? Löffel, Eier. Ja, Löffel, Eier. Löffelchen Stellung und Eierplätzchen. Ich liebe Eierplätzchen. Schon lange die nicht mehr. Die sind so schön, ja, das ist es ja. So schön fluffig. Kann das sein, dass du schon wieder irgendwie zu viel an das Essen jetzt denkst? Ja. Hör auf, ich hab nicht angefangen, so wie beim Tätänen mal mit den Gummibärchen. Lass mir raten, was ist jetzt Hunger auf Gummibärchen? Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch habe. Oder ob ich die mittlerweile gekillt habe. Die Gummibärchen? Hm. Ich habe gehört, was geschehen ist.
Meister Seth ist tot und die halbe Bruderschaft versuchte zu fliehen, indem sie von einer Klippe sprangen. Ein gut ausgeführter Plan. Es ist nur ironisch, dass wir so erfolgreich die Bruderschaft besiegt haben, dass wir unsere Taktiken nun wieder aufeinander konzentrieren können. Was schlagt ihr vor, Lieutenant? 24 Stunden Waffenruhe, bis wir wieder unsere Posten erreichen? Soweit es meine Leute betrifft, kann ich dem zustimmen. Ich kann natürlich nicht für andere sprechen. Was denkt ihr? Wie wär's mit Waffenruhe auf Lebenszeit? Ja. Jetzt sind es noch 23 Stunden und 59 Minuten. Geht lieber. Jawohl. Lebt wohl, Captain Byron. Ich wünschte, es gäbe mehr Imperiale wie euch. Seid lieber vorsichtig mit euren Wünschen, Lieutenant. Alter, wie der guckt. Voll Psycho. Der Tag ist noch nicht zu Ende. Und schon habt ihr der Hagelsturmbruderschaft den Chaos gemacht. Guck mal, der im Hintergrund so. Da draußen auf dem Eis tobt ein noch größerer Krieg. Und ausnahmsweise ist das Imperium nicht unser größter Feind. Der Typ am Tisch hat bestimmt den Furz so. Friede. Und der jetzt im Hintergrund, der schaufelt sich dazu, damit das einatmen kann. Ja, stimmt. Ich gewöhne mich allmählich an die Kälte. Admiral Rewald kommandiert die Flotte der Republik auf Hoth. Und das von der Oberfläche aus. Jeden Tag kämpft er verbissen gegen die Anführer des Weißen Schlunds. Wenn ihr für ihn das Gleiche tun könntet wie für uns, könnte der Weiße Schlund bald der Vergangenheit angehören. Dann könnten wir alle ruhiger schlafen. Wir sind schon wieder voll eklig heute. Ja, aber die sind doch selber schuld. Hier, gucke da. Wieder da die Bewegung da. Oh, der hat geschissen, die alte Drecksau, die. Oh, und dann rennst du zu dem hier hinten. Jo, schnupper mal hier. Furchtbar. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier wieder raus. Wie unglaublich groß er da kommt. Was macht denn der da? Was soll denn das da? Was habe ich denn an meinen Schuh? Verstehe ich überhaupt nicht. Von der einen Perspektive sieht es teilweise aus, als wenn er. Oh, da habe ich noch was Geiles. Aber weit geschwommen. Dann willst du dir jetzt davor setzen. Los! Waffe im Rücken, lecken Sie die Frau. Los! Nee, pass mal jetzt auf, wenn man das mit seiner Hand macht. Oh, ich sehe nicht, warte. Ui! warte, jetzt. Na holla, die Waldfee. Er steckt ja bis zum Anschlag drin. Meine Fresse, ey. Also das ist jetzt die, ich würde sagen, die perverseste Runde jetzt hier überhaupt. FSK 18, ja. FSK 99, was weiß ich? Ja. Nee, 99 hatten wir schon mal. Ja? Ey, hier fliegt jemand mit dem Gleiter. Irgendeine Folge bei mir hieß mal FSK 99. Boah. Dann geht mal die alte Lüft noch. So, wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Wir müssten jetzt hier durch und dann da runter. Das ist nämlich noch so viel zu erledigen. Eine Helden 4 haben wir auch noch, ja? Ach du Kacke. Die werden wir gleich ansteuern, ne? Weiß ich nicht, was ist denn das Erste? Ne, das Erste ist was anderes. Stimmt. Helden 4 ist noch ein bisschen tiefer. Tiefer, oh ja. Wie tief tiefer geht's denn da noch? Den ignoriere ich jetzt, wenn er mich angreift. Und den da auch. Macht er gar nicht. Interessiert überhaupt nicht, ob ich da lang renne oder nicht. Wir sind heute nicht auf seinem Speiseplan. Ja, umso besser. Zurückgelaufen, erschossen. Ja, gut, die sind auch Level 37. Ich dachte eigentlich, mit der Aufgabe hätte ich jetzt geschafft, aber nein. Man kann halt nicht alles haben. Wie viel fehlen mir denn jetzt da noch? 1000? Guck mal, Synchronrennen. Synchronrennen?
Bei mir ist es ein... Ja, fast. Nicht abdrängeln. Bist du hinter mir? Jetzt ja. Bist du eine ganze Weile schon hinter mir? Was, wir liefen die ganze Zeit nebeneinander? Bei mir nicht. Boah, ist das fies. Warte mal, stopp. Ach gut, da vorne kann man auch rein. Ach so, wir hätten jetzt abbiegen müssen. Hm. Du gehst da lang und ich gehe die andere Seite lang. Dann treffen wir uns. Das wäre doch mal was. Oh nee. Alles klar? Ich arbeite schon mal vor. Das reicht jetzt! Knie nieder. Wenn wir zurück an Bord sind, würde ich gerne mit euch sprechen. Ist das hier eine Bonus? Nö. Nö. Dann können wir uns eigentlich auch durchschummeln. Oh, glatter Felsen. Das ist ja glatten Felsen. Ah. Was denn? Der Flachwitz. Schön wieder dabei zu sein. Nichts steht über Flachwitze. Lauf mal hier Slalom. Oh, hier ist frei. Guck mal, da sind irgendwelche Fässer. Mein Fass. Können wir uns etwas Spaß, Captain? Ach, jetzt ist es eine Bonus. Hier vorne, die wollten nicht. Es zählt auch noch. Nicht für uns. Beide. Ein Skandal. Ha, erwischt. Eine Kiste da? Ja. War da ein Yield drin jetzt? 1,6. Mhm. Naja, man. Nicht schlecht, finde ich. Wir sind ja bescheiden. Wart, mehr nicht. Sind wir hier schon durch mit der Bonus? Nee. Ja, sehen tue ich nicht. Der hat doch gerade nicht gezählt, kann das? Sind jetzt hier, sind da drinnen auch noch Fässer? Können wir mal reinkicken. Ja, oder? Kann sein. Ja. Also wenn die Gruffe auf dem Pfeil müsste, dann noch was. Aber die Fässer da hinten leuchten schon wieder. Das ist gut. Oh, die Folge ist ja schon fast wieder rum hier. Voll krass. 1942. Würde ich sagen, stelle ich mir erstmal hier hin. Mhm.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, genau. Wenn wir zurück Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.